Oh, hallo und willkommen zurück zum Bausimulator. Ja, der Chris ist wieder dabei. Hallo. Und der erste Auftrag haben wir ja super erledigt, ja. Jetzt geht's weiter mit dem nächsten und da gucken wir doch mal. Gleich mal fragen, was möchten wir denn machen? Es gibt auch Lehrgänge für den LKW, aber die machen wir jetzt nicht. So, es gibt einen Ausbau, ein Familienhaus. Also, Ja. ich weiß nicht, du kannst auch mal auf Escape drücken, dann kannst du, glaube ich, auch die Aufträge dir angucken, oder? Aufträge, ja. Und dann Ausschreibung. Nein, kann ich leider nicht. Okay, gut. Ja, ich sag mal so, es gibt halt mehrere Aufträge, die wir uns hier aussuchen können. Für die Zuschauer mal erklärt. Das Geld hier ist halt, was wir durch den Auftrag allgemein verdienen. Dann diese Abhakeliste ist halt, in wie vielen Schritten die Baustelle zu machen ist und die Hammer, wie schwer die Aufgabe, der Auftrag ist. So. Momentan haben wir alles noch ein Hammer, weil ja, wir sind halt noch relativ niedrig. Wir haben jetzt Level 3. Ich habe das Spiel, glaube ich, schon mal bis Level 10 gespielt. Und da kommen dann auf jeden Fall noch jede Menge mehr. So, was nehmen wir denn heute? Ausbau, ein Familienhaus. Da müssen wir halt ein bisschen was anbauen. Dann gibt es noch Villa mit gepflasterter Einfahrt und einen Gartenbau. Dann könnten wir doch jetzt theoretisch den Gartenbau machen, obwohl wir da ziemlich viel baggern müssen. Was im Multiplayer halt schwierig ist, weil du wirklich komplett durchbaggern musst, ne? Ja, dann würde ich sagen, die Pflasterarbeit. Also hier mit gepflasterter Einfahrt. Können wir machen? Fahre einen kleinen Bagger zur Baustelle, besorge einmal Container von einem Baustoffhändler und transportiere die Ladung zur Baustelle. Bagger den markierten Bereich aus. Ja, was willst du machen? Den Bagger hinfahren? Ich kümmere mich wieder um den Container. Dann holst du den Container. Gut. Du holst den Container. Warte, ich muss doch kurz annehmen. So, du holst den Container und ich nehme den Bagger mit. Obwohl, den Bagger kannst du, glaube ich, den Bagger brauchen wir gar nicht. Da fahr einfach die Straße runter, ist hier vorne direkt. Da brauchst du nicht den großen LKW mitnehmen. Das ist direkt unten an der Straßenecke. Warte mal, wo ist die? Direkt die Straße runter, direkt an der Kreuzung unten. Ach da. Ja, das ist ja direkt nebenan. Okay, dann lassen wir den mal hier. Dann nehmen wir echt nur den Bagger mit. Da sind wir zwar ein bisschen länger unterwegs, aber ey, shit happens, ja. Fahren wir mal kurz die Schaufel hier alles ein bisschen ein, so. Und dann können wir losfahren. Weil bis wir das Ding sowieso da drauf geladen haben und dann damit losgefahren sind, sind wir nämlich schon mit dem Bagger da. Container ein, ne? Genau, einen Container kannst du kaufen. Ja. Gut. Ah, jetzt muss ich bestätigen, siehst du? Bis du hier bist, bin ich auch da. So, ich hoffe, es funktioniert jetzt alles. Ja, aber Ton nimmt da auf, alles super. Funktioniert eigentlich alles einwandfrei. So, Bagger ist bereit. Ich hol schon mal den Pritschenwagen mit Kran.
Dann kann ich nämlich gleich die Baustoffe holen. Was brauchst du denn? Weiß ich noch nicht, muss ich gleich gucken, aber ich brauche garantiert was. So, ich guck mal in die Aufträge rein. Und dann aktive Aufgabe. Besorge 3 Isoliermaterial von einem Baustoffhändler und besorge einmal Schneebären und einmal Eibensetzlinge. Dreimal Isoliermaterial. Jawohl, da kann ich ja schon mal mit anfangen. Jetzt muss ich erst mal gucken. Ah, so fahre ich die Dinger aus. Jawohl. Stützen ausfahren. Ich weiß das alles nicht mehr. Ist schon ein bisschen länger her, seitdem ich das letzte Mal gemacht habe, wie gesagt. So, und jetzt gehen wir einmal kurz zum Baustoffhändler. Hallo, Herr Baustoffhändler. Ich brauche einmal Baumaterial. Und zwar Isoliermaterial. 3 Stück. Bei dir brauche ich nur das und dann muss ich nachher noch zum Garten handeln. So, jetzt gucken wir mal, wie gut wir uns noch mit dem Kran auskennen, ne? Und ob wir das noch so hinkriegen. Jetzt muss ich erst mal gucken, wie konnte ich den Kahn drehen? Achso, warte. Ah, okay, so konnte ich den drehen. Gut, alles super. Ja, wie gesagt, ich muss mich erst mal wieder einfuchsen hier. Aber wir kriegen alles hin, oder Chris? Ja, sicher, Lars. Also ja, yeah. Na ja, yeah, kriegen wir es hin. Oh, so. Schon mal ein Bagger. Das So ist langsam komme ich mit der Baggersteuerung auch klar.
Ja, wie gesagt, ist alles ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Mit diesem, das Geile ist, mit dem Kran ist halt alles möglich. Wenn man einmal die Steuerung aus hat, kann man eigentlich alles damit machen. Wie ihr seht, es ist jetzt nicht mehr so die Riesenherausforderung. Moment, eigentlich. So, und jedes Mal, wenn du den Kran nicht mehr brauchst, musst du ihn halt komplett in die Nullstellung zurückfahren. Das heißt im Prinzip einklappen. Aber wie man sieht, ist es auch eigentlich alles kein Problem. So, Kran ist eingefahren. Jetzt können wir wieder umschalten und die Stützen ein. Jetzt musst du einmal runterfahren. Aber hast schon fertig gebaggert, das ist gut. Passt. Ja, einen Bereich hast du fertig gebaggert. So, Ladung sichern. Jawohl, einsteigen. Und dann fahren wir schnell zum Gartenhandel. Da kennt sich der Christian mit aus. Bist du eigentlich Florist oder Galabau? Gar nichts von beiden, ja. Nee? Aber ich habe beides mal gemacht. Sagen wir mal so. Ah, okay. Was machst du jetzt? Elektroprüfer. Genau. Jetzt prüfst du E-Geräte, Rollstühle Genau. und sowas. Nee, nicht dann alle Stecker hat. Alles, was einen Stecker hat. Zu schnell, zu schnell. Einmal kurz Handbremse ziehen. So, jetzt darfst du wieder hinfahren. Das ist so blöd. Jetzt brauchen wir uns halt auch nicht überall Gabelstapler leihen. Das ist natürlich auch relativ praktisch, denn es kostet ja auch immer alles Geld, ne? Muss man ja auch so sehen. So, jetzt muss ich noch mal kurz gucken, was ich brauche. Bilder mit gepflasterter Einfahrt. Abschnitt 3. Einmal Schneebeere und einmal Eibensetzlinge. Ja, ich vergesse sowas auch manchmal. Deswegen muss ich lieber noch mal nachgucken. Einmal Schneebeere und einmal Eibensetzlinge. Einkaufen. Danke. So, und hier oben stehen jetzt die Paletten drauf, ihr seht es, und die müssen jetzt.
So, und jetzt perfekt absetzen. Haben wir drauf. Und jetzt noch der nächste. Und dann ist Chris ja bestimmt auch bald fertig. Ja, also das eine erste Loch habe ich gleich. Oh, falsch. Ich muss einziehen, nicht ausfahren. So. So, einmal kurz die Klappe auf, einmal die Klappe zu, damit es auch richtig positioniert ist. Weil dann schiebt das Ding nämlich um ein paar Millimeter immer von links nach rechts. So, haben wir auch erledigt. Jetzt müssen wir einmal kurz die Ladung sichern und dann können wir es schon zurück zum Chris. Oh, nee. So, liebe Leute, ich muss kurz unterbrechen. Tut mir leid.